Mit diesen 5 Vitaminen arbeitet deine Schilddrüse wie nie zuvor. Auch Hashimoto. In diesem Video möchte ich dir 5 Stoffe zeigen, die einen Einfluss haben auf die Schilddrüse. Wie überhaupt deine Schilddrüse arbeitet und was sie im Körper steuert und wie sie deinen Stoffwechsel beeinflusst und damit auch dein Körpergewicht. Alle Stoffe, über die ich in diesem Video hier rede, habe ich für euch unten extra verlinkt in Spitzenqualität, die auch meinen Qualitätsstandard entsprechen. Das ist ganz wichtig, dass ihr es nicht mehr suchen müsst. So lasst noch sehr gerne einen Daumen nach oben da für den Algorithmus, sodass andere Menschen auch dieses Video vorgeschlagen bekommen und ihre Gesundheit auch optimieren können. Von daher helft ihr auch anderen Menschen dabei. Ein Kommentar hilft mir ebenfalls sehr, eine Community aufzubauen und vor allen Dingen ganz wichtig, deine Videowünsche wahrzunehmen. Ich lese übrigens jeden Kommentar. Los geht's. Welche Hormone gibt es in der Schilddrüse und wer steuert sie? Es gibt das Haupthormon, das TSH, hat jeder schon mal gehört. Was aber kein Schilddrüsenhormon ist, ist ein Trugschluss, sondern nur die Schilddrüse stimuliert, selbst Hormone zu bilden. Das macht TSH, quasi ein Aufseher, der die Schilddrüse erinnert zu arbeiten, also stimuliert oder sie bremst, wenn sie zu schnell arbeitet. Das heißt, dann wird TSH nicht mehr ausgeschüttet. Das TSH wird von der Hypophyse, einer Drüse im Hirn, ausgesondert, bis es die Schilddrüse erreicht. Hier, ist nicht so weit der Weg. Dann gibt es noch 2 weitere Schilddrüsenhormone tatsächlich. Ja, das T4 haben wir alle schon mal gehört. Das wird tatsächlich in der Schilddrüse gebildet und das heißt Thyroxin. So wird es genannt. Es besteht aus 4 Jodatomen. T4 ist aber 3-mal weniger wirksam als das aktive Schilddrüsenhormon T3, welches durch Entfernung eines Jodatoms zu Triod, Tri für 3, Thyronin wird. Deswegen T3, weil es 3 Jodatome hat. So, kleiner Test. Der TSH-Wert hat einen Referenzbereich von 0,4, ja, bis 4 Mikroliter. Wenn jemand einen TSH von 4,0 hat, kratzt er an einer Über- und einer Unterfunktion, an einer Hyper- oder Hypothyreose. Ich pausiere mal kurz für euch als Denkpause. Also ist der TSH-Wert hoch, muss die Hypophyse viele Schilddrüsenhormone ja quasi nachproduzieren, weil sie ständig daran erinnert werden muss, durch das TSH. Die Schilddrüse arbeitet zu wenig, also eine Unterfunktion. Ist der TSH-Wert bei 0,4, kratzt man an einer Überfunktion, da die Schilddrüse so gut wie gar nicht mehr stimuliert werden muss. Heute bildet die Wissenschaft aber einen Konsens, dass der TSH-Wert schon von 2,5 sehr bedenklich ist und nicht erst ab 4. Welche Funktionen hat die Schilddrüse? Herzaktivität und Blutdruck, Energiestoffwechsel, Körpergewicht, Kohlenhydratstoffwechsel, Insulinproduktion, das heißt der Zuckerstoffwechsel, ja, das Hormon, welches aus dem Blut den Zucker in die Zellen zieht, Fett- und Eiweißstoffwechsel, Cholesterinwerte, Gehirnaktivität, Psyche, Muskelstoffwechsel, Muskelkraft, Darmtätigkeit, Verdauungs- und Wachstumsreifung, vor allen Dingen auch bei Ungeborenen im Mutterleib. Ja. Von daher ist es so wichtig, dass da die Zufuhr wirklich stimmt, ja, bei Kindern und vor allen Dingen bei Schwangeren halt. Ja. Kommen wir zum ersten Vitamin, Vitamin D. Die meisten Vitamine arbeiten wie ein Zahnrad im Körper. Das ist ein richtiges, gutes Zahnrad hier, ich merke schon. Die meisten Vitamine arbeiten wie Zahnräder in unserem Körper. Sie sind aufeinander angewiesen, da sie durch einen Polymorphismus, Achtung, neues Wort, verknüpft miteinander sind. Polymorphismus bedeutet Poly für mehrere und Morph für der Gestalt betreffend. Also kann ein Gen mehrere Gestalten annehmen. Das geht nur, da das Gen aufgespalten werden kann in mehrere Allele. Vielleicht kennt ihr das noch aus der Genetik. Tritt jetzt eine unwahrscheinliche Kombination von Genen auf, ja, von Allelenkombinationen auf, durch Umwelteinflüsse oder Mängel, redet man von einem Polymorphismus. Beispiel, es gibt Raucher, die werden trotzdem sehr alt. Das ist sehr unwahrscheinlich, aber es werden nicht alle kranken Gene exprimiert bei bestimmten Menschen, also ausgebildet. Und das aufgrund des Polymorphismus, ja? So. Vitamin D und Schilddrüsenerkrankungen haben ebenfalls eine polymorphe Verbindung. Wichtig ist, dass sowohl Vitamin D als auch Schilddrüsenhormone
an ähnliche Rezeptoren, sogenannte Steroidhormonrezeptoren, binden. Das ist ganz wichtig. Die binden beide an Steroidhormone. Schilddrüsenhormone und Vitamin D. Von daher seht ihr schon diese Verbindung, die hier herrscht, die aber nie so aufgedeckt worden ist. Ein anderes Gen im Vitamin D-Rezeptor prädisponiert nachweislich für Autoimmunkrankheiten der Schilddrüse, wie das Morbus Basedow und Hashimoto. Aus diesen Gründen ist es für Patienten mit Schilddrüsenproblemen wichtig zu verstehen, wie das Vitamin D-System funktioniert. Vitamin D vermittelt seine Wirkung über die Bindung an den Vitamin D-Rezeptor und die Aktivierung von Vitamin D-Responsive Genes, das heißt Gene. Es wurde festgestellt, dass ein Polymorphismus des Vitamin D-Gens mit Autoimmunkrankheiten der Schilddrüse assoziiert ist. Dann schauen wir uns noch eine Studie an mit 30 Menschen mit einer Schilddrüsenunterfunktion und 30 gesunden Menschen. Zuerst sieht man, dass Vitamin D den Kalziumspiegel im Blut erhöht. Richtig. Je höher der Vitamin D-Spiegel, desto mehr Kalzium haben diese Menschen auch proportional, das ist logisch, ja, aufgenommen. Denn Calcitriol, die hormonelle Form des Vitamin Ds, beeinflusst die Membran der Darmzelle, auch Enterozyten genannt, dass mehr Kalzium aus dem Darm absorbiert wird. Ja, von daher steuert man hauptsächlich seinen Kalziumhaushalt über den Vitamin D-Spiegel. Dann sieht man weiter eine Korrelation. Je höher der Vitamin D-Spiegel, desto niedriger war der TSH-Wert. Also nochmal zur Wiederholung. Ist der TSH-Wert hoch, muss die Schilddrüse viel stimuliert werden. Durch die Hirnanhangdrüse. Arbeite, Schilddrüse, arbeite. Daher, hohe Vitamin D-Werte heißt, die Schilddrüse muss weniger stimuliert werden, da sie gut arbeitet. Da wir wissen, ist der TSH-Wert kein Schilddrüsenwert. Müssen wir jetzt natürlich noch die Schilddrüsenhormone uns ansehen. Und auch das wurde hier in der Studie quantifiziert. Auch hier ist der gleiche Trend. Je höher der Vitamin-D-Spiegel, desto höher ist das aktive Schilddrüsenhormon T3, Triiodthyronin. Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass Patienten mit einer Hypothyreose, also einer Schilddrüsenunterfunktion, an einer Hypovitaminose, das heißt Vitamin-D-Mangel oder auch Kalziummangel leiden. Also Vitamin-D-Mangel und Kalziummangel. Ja? Das signifikant mit dem Grad und der Schwere der Schilddrüsenunterfunktion verbunden ist. Das spricht für eine Vitamin-D-Supplementierung und empfiehlt ein Screening auf Vitamin-D-Mangel und Serum-Kalziumspiegel bei allen Schilddrüsenunterfunktion-Patienten. Und ich weiß, es sind so viele Menschen, die wissen es einfach nicht. Ja? Und das ist traurig. Von daher trage diese Videos auch sehr gerne weiter an Leute. Halt. Das ist ganz wichtig. Ne? Dafür mache ich das ja. Das Gleiche kann man für Hashimoto sagen. Also Autoimmunkrankheiten der Schilddrüse. Dazu schaut euch diese Studie an. In der Konklusion steht ebenfalls, ein Vitamin-D-Mangel ist assoziiert mit Hashimoto. Nur, ob der Vitamin-D-Mangel die Konsequenz oder die Ursache ist, weiß man noch nicht. Das sieht man auch hier nochmal quantifiziert und auch hier auch nochmal in der Abbildung für euch. Vitamin Nummer 2 ist Vitamin A. Dazu möchte ich euch diese Studie zeigen. Dazu gibt es genau den gleichen Vorfall. Vitamin A ist fettlöslich wie Vitamin D und ist über einen Polymorphismus mit der Schilddrüse verbunden. Dazu sagt diese Studie das hier. Polymorphismen im Zytochrom P26B1, das sind Enzyme der Leber, ja, Gen, standen im Zusammenhang mit dem Anteil der TH17-Zellen, das heißt Immunzellen, dem Interleukin-17, das sind Botenstoffe zwischen den Immunzellen, Spiegeln, und dem Schweregrad der Hashimoto-Erkrankung. Polymorphismen im RAR-Gen standen im Zusammenhang mit dem Anteil der TH17-Zellen, der Immunzellen, den Konzentrationen von Interferon Gamma und Interleukin 17 und der Anfälligkeit für Hashimoto-Erkrankungen. Jetzt nochmal einfach. Übersetzt heißt das,
Vitamin A-Abwesenheit führt zur Ausprägung von Genen, die einen Einfluss haben auf bestimmte Immunzellen, Aktivierungen und Botenstoffe von den Immunzellen, die Hashimoto-Erkrankungen wahrscheinlicher machen. Das macht der Vitamin A-Mangel. Also nicht nur das macht Vitamin A, sondern im Zellkern haben wir einen Schilddrüsenhormonrezeptor. Dieser besteht aus 4 Einheiten. Diese seht ihr einmal hier. Eine Einheit ist der Transkriptionsfaktor Retinoid-X-Rezeptor. Retinol, was ist das? Vitamin A. So wie das aktive Schilddrüsenhormon T3 ebenfalls Bestandteil ist. Deine Gene werden beeinflusst durch Schilddrüsenhormone. Die steuern deinen Körper. Zum Beispiel, dass der Stoffwechsel aktiviert wird und dein Gewicht gesenkt wird und so weiter und so fort. Ohne das kann das nicht passieren. Das kann aber nur in Anwesenheit von Vitamin A passieren. Denn der Retinoid-X-Rezeptor ist Teil des Schilddrüsenhormonrezeptors. Und ganz wichtig nochmal, Beta-Carotin kann durch Spaltung in 2 Moleküle Vitamin A daraus quasi entstehen. Aber das Problem ist, dass viele Menschen einen Defekt haben in diesem Enzym, das dies vornimmt. Und tatsächlich einige Menschen, die vegan leben, Probleme haben bei Vitamin A. Deshalb, bei mir ist es so prophylaktisch, ich nehme das Schilddrüsenprodukt auch, das verlinke ich auch unten, wo auch Vitamin A mal mit drin ist. Ja? Kommen wir zu Stoff Nummer 3, das ist natürlich Selen. Ja, ist zwar kein Vitamin, aber ebenfalls ein Kofaktor. Selen trägt zur normalen Funktion der Schilddrüse überhaupt erst bei und schützt Zellen vor oxidativen Stress. Wieso ist das so extrem wichtig? In der Schilddrüse entsteht extrem viel oxidativer Stress. Das erkläre ich dir jetzt sehr oberflächlich, da ich es schon auf dem Kanal chemisch erklärt habe und das jetzt den Rahmen hier sprengen würde. Unser Körper nimmt Iodid in die Schilddrüse auf, kein Jod, da Jod immer im Körper zu Iodid reagiert, die reduzierte Form, mit einem Elektron mehr als Jod. Das Grundgerüst für die Schilddrüsenhormone ist die Aminosäure Tyrosin. Dort müssen jetzt 4 Jodatome addiert werden, dass daraus das T4-Schilddrüsenhormon Thyroxin werden kann. Unsere Schilddrüse hat aber nur Iodid. Das heißt, sie muss ein Elektron vom Iodid entfernen, dass es zu Jod wird. Nennt man auch Oxidation. Vielleicht mal hier. Und dieses Jod kann dann an das Tyrosin angeheftet werden, damit das Schilddrüsenhormon T4 entstehen kann. Jetzt habt ihr den Prozess. Daher braucht unser Körper aber Wasserstoffperoxid. Dieses ist aber ein Zellgift und muss schnell wieder entgiftet werden, da es sonst zu Schädigung des Gewebes der Schilddrüse kommt und zu Knotenbildung führt. Dafür hat unser Körper ein Enzym namens Glutathionperoxidase, die genau Peroxide wie Wasserstoffperoxid entgiftet. Dieses Enzym ist aber selenabhängig. Daher ist Selen so extrem wichtig beim Schutz der Zelle vor oxidativen Stress und Gewebsschädigung. Weiter wird oft Menschen mit einer Unterfunktion das Schilddrüsenhormon T4 verschrieben, L-Tyrox zum Beispiel. Da T3 nicht so stabil ist, ungefähr 7-mal länger im Blut verfügbar ist T4 als T3. Ja. Das Problem, T4 ist relativ unwirksam. Es muss zum aktiven T3 werden. Thyroxin-5-Deodase ist ein Enzym, welches T4 in T3 umwandelt. Und auch dieses Enzym Deodase ist selenabhängig. Ich kann euch nur ans Herz legen, ein Produkt zu nehmen, wo Kofaktoren mit drin sind. Daher verlinke ich euch das mal unten. Zum Erhalt einer normalen Schilddrüsenfunktion, egal ob krank oder gesund, der Erhalt ist so wichtig. Ich nehme jeden Tag 2 Kapseln, dort habt ihr die perfekte Menge, abgestimmt mit allen wichtigen Kofaktoren für deine Schilddrüse mit drin. Nummer 4. Glutathion ist sehr entscheidend. Denn, wie schon gesagt, braucht unser Körper die Fähigkeit, das Wasserstoffperoxid in der Schilddrüse zu entgiften. Denn unser Körper hat keine Nanowaage. Er stellt immer etwas mehr her, besser zu viel als zu wenig, um es dann wieder abzubauen oder zu entgiften. Das Wasserstoffperoxid nochmal, welches notwendig war, um aus Iodid Jod herzustellen, zu konvertieren, und an die Aminosäure Tyrosin zu heften, damit da das Schilddrüsenhormon T4 dann erst entstehen kann. Überschüssiges muss aber schnell entgiftet werden.
Daher braucht unser Körper Glutathion für das Enzym Glutathionperoxidase, welches selenabhängig ist. Ja? Aber noch etwas. Das Wichtige ist, dass das T3-Schilddrüsenhormon aber nur zu 20% ja, in der Schilddrüse gebildet wird. Das meiste wird tatsächlich in der Leber gebildet. Ja, glaub mir, Vogel. Deswegen enthält die Leber auch große Mengen Selen und Glutathion. Glutathion ja, ist aber auch das wichtigste Entgiftungstool der Spezies Mensch. Ist deine Leber überlastet durch Gifte, durch Krankheit, ja, kann es, oder durch Fettleber, ja, kann es zu einem Mangel an Glutathion kommen in der Leber. Dadurch verliert die Leber ihre Fähigkeit, die Funktion, ja, T4 zu T3 zu konvertieren. Daher spielt Glutathion eine absolut entscheidende Rolle in der Schilddrüse und sollte getestet werden bei Verdacht. Jetzt eskaliert es hier. Glutathion kann nur per Infusion oder liposomal verabreicht werden, da es ein Tripeptid ist und sonst im Magen zersetzt werden würde. Dazu haben wir auch eine Studie gemacht, um das an Menschen, haben das auch gezeigt, ja, dass quasi das Orale nicht im Blut ansteigt, sondern aber das Liposomale kumulativ immer weiter. Ja. Daher verlinke ich euch hochwirksames liposomales Glutathion einmal unten, was ihr bei einem Mangel auf jeden Fall euch ansehen solltet. Nummer 5 natürlich Jod, denn Jod wird addiert an die Aminosäure Tyrosin, dass überhaupt erst das Schilddrüsenhormon T4 gebildet werden kann. Das war es mit dem Video. Alle wichtigen Stoffe, die ich hier erwähnt habe, habe ich für euch rausgesucht und in Spitzenqualität zu meinem Standards vor allen Dingen auch unten verlinkt. Ja. Dort findet ihr ebenfalls auf dieser Seite unabhängig laborgeprüfte Produkte, wie zum Beispiel Vitamin D auch, ja, dass wirklich mal der Vitamin D-Wert überhaupt bei einem Tropfen auch gemessen wird halt, ja, und hergestellt aus Flechten, ganz wichtig, ja, nicht wie vegetarisches, wenn es nicht extra vegan deklariert ist, aus Talgdrüsen von Schafen gewonnen wird, ja. Oder auch unabhängig laborgeprüftes EPA und DHA, Omega-3-Öl aus Algen, ja, so frisch, ja, dass es wirklich neutral schmeckt, ja, ist wirklich ein Kracher, ja. Ein Blick lohnt sich auf jeden Fall. Bis gleich auf purazell.de und bis zum nächsten Video. Ich sag ciao, dein Patrick.